und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, weil ich vorher was erzählen wollte und das erzähle ich euch jetzt super gerne auch. Mir ist etwas aufgefallen. Ja, mit dem Knabbern hört man es so schlecht, hat Mama immer gesagt, sagt Mama immer. Ja, als ich ein kleines Mädchen war, war ich ja schon total verrückt nach Videospielen. Und habe vor allem unglaublich gerne mit meinem DS gespielt, damals mit meinem Game Boy Advanced. Oh, den habe ich zu meiner Firmung bekommen. Nee, zu meiner Kommunion war es, die Firmung ist ja das, was danach kommt. Den habe ich zu meiner Kommunion bekommen von meinen Eltern. Eigentlich wollte ich einen Game Boy Color, weil den hatte mein Cousin, mein etwas jüngerer Cousin, wir sind ungefähr gleiches Jahrgang, aber er ist schon ein paar Monate jünger. Und der hatte einen Game Boy Color und darauf hat er immer Bugs Bunny spielen können, so ein Spiel. Und das fand ich so toll. Und deswegen wollte ich auch einen Game Boy Color, aber damals ist dann der Advance rausgekommen, also das Nachfolgemodell. Da haben meine Eltern mir schon das Nachfolgemodell geschenkt. Und wie Elenchen als kleines Kind so war, habe ich in dem Moment erstmal so, den wollte ich aber gar nicht, ich wollte den anderen haben. Aber im Nachhinein, als dann die Zeit vergangen ist ein bisschen, habe ich dann den Advance total lieben gelernt und ich liebe den noch heute. Obwohl eine Sache, muss ich sagen, was echt grausam war, war, dass der ständig Batterien gebraucht hat. Der hat Batterien gefressen, das ist nicht normal gewesen. Oh, ich glaube, ich habe so um die 100 Euro an Batterien zu dem Zeitpunkt, haben wir, glaube ich, ausgegeben. Also, ja, die Batterie hat immer bei mir ungefähr schätzungsweise einen Monat gehalten. Das hat immer zwei Stück gebraucht, also ich habe den ewig benutzt. Als dann auch noch der Aufsatz für Pokémon zum Tauschen gekommen ist, dann habe ich noch mehr benutzt und dann war die Batterie noch schneller weg. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich mir den damals zu meiner Kommunion bekommen und habe mich dann auch nachhinein riesig drüber gefreut. Ich habe den in Blau bekommen. Und Tatsache, das ist der, ich habe nur noch einmal ein Gerät in einer anderen Farbe gehabt. Also ich habe dann, nachdem ich dann den Advance hatte, habe ich mir dann den SP gekauft und der war dann in Rosa. Und ab da habe ich mir immer nur noch in Rosa die Geräte zugelegt, wenn es die in Rosa gab. Und ja, also das war dann so, dass dann nach dem Advance kam der SP raus, nach dem SP kam dann der erste DS Lite raus. Das war dann aber noch nicht, der hatte dann schon Touchscreen. Und den habe ich dann auch, nee, den habe ich dann noch tatsächlich, den habe ich übersprungen. Ich habe einen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den... Nee, den habe ich dann bekommen, habe ich mir dann selbst gekauft, aber gebraucht. Und deswegen gab es den nur in Weiß. Und nachdem ich dann den ersten DS hatte, habe ich mir dann zum darauffolgenden Geburtstag von meinen Eltern den DS, die neuere Variante davon gewünscht. Nämlich den DS irgendwas. Den DS Lite, aber den gab es dann halt auch nicht mehr im Laden, weil ich dann mal wieder zu lahmarschig war. Deswegen habe ich den dann auch gebraucht gekauft, aber den habe ich dann eben, nee, den habe ich dann tatsächlich neu bekommen. Ja genau, das war die Krise, da hatte ich eine Riesenkrise, das ist eigentlich peinlich, wenn man es erzählt, aber es ist halt echt wahr. Ich habe dann den 3DS, der war dann das drauffolgende, den ich bekommen habe. Ich habe nämlich den größeren DS dann gar nicht bekommen, weil den habe ich übersprungen und ich bin dann direkt zum 3DS übergegangen und da habe ich mir dann tatsächlich zum Geburtstag damals den 3DS, die Sonderedition von Animal Crossing gewünscht und der war so schön und hat so geglänzt und der war so strahlend, dass ich den nicht gebrauchen wollte, weil der ja so schön, so neu, so glänzend ist. Und ja, und da habe ich mir drei Monate später, glaube ich, für 30 Euro im Internet einen gebrauchten in Rosa gekauft. Und die Sonderedition, die liegt immer noch irgendwo bei mir und ist ungebenutzt. Also da bin ich etwas... Das war dann für mich auch so eine Lehre, weil so neue Geräte ist oft so bei mir das Problem, dass ich gar nicht die benutzen kann, weil die so schön, so neu, so glänzend sind.
das ist so eine, also wenn ihr wüsstet, meine Eltern haben mir zu meinem, ich weiß jetzt nicht, wann die PlayStation 4 rausgekommen ist, aber in dem Jahr habe ich die zum Geburtstag, nee, zu Weihnachten bekommen. Ja, zu Weihnachten oder Geburtstag, auf jeden Fall irgendwie da, deswegen habe ich die bekommen. Weil ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, die möchte ich unbedingt haben. Ja. Dann hatte ich die wunderschönste PlayStation 4 der Weltgeschichte. Ich hatte sie da. Ich habe wirklich gebettelt, dass ich sie zum Release noch bekomme. Wir haben dann durch eine Nachbarn tatsächlich sie auch bekommen. Also es war so dieses, ja, wir haben sie. Sie waren arschteuer. Wirklich arsch, arschteuer. Heutzutage würde ich für diesen Preis zwei von denen kriegen. Aber ich habe sie mir unbedingt haben wollen und habe mich dann auch so mega gefreut. Und dann stand sie. Und wenn ich euch jetzt sage, wie lange die gestanden ist, ich glaube, lasst mich jetzt, ich glaube, die PlayStation kam, glaube ich, so 15, 2016 um den Dreh raus, müsste hinkommen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, sonst mache ich meinen Ruf als Nerd kaputt. Das geht jetzt um die Ehre. Hier geht es ums Prinzip. Wir müssen jetzt alle damit leben, dass ich kurz google. Ich meine, hey, das ist jetzt halt so. Oh, da steht nur, wann. Ja, nein, wartet, wartet. Jetzt kommt auch noch raus, dass ich zu blöd bin zum Googlen. Ich meine, anstelle, dass man da. Ja, 2013. Die ist 13 rausgekommen. Die ist 2013 rausgekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz was googeln, weil ich will wieder nichts Falsches sagen. Ihr wisst schon. Entschuldigt, eine Sekunde. Das geht jetzt ein bisschen schneller, weil diesmal habe ich hab ich was draus gelernt. Ich habe eine Lernkurve. Ja, gar nicht mal so lange. Also, folgendes. Ich habe sie 2013 bekommen. So November, Dezember 2013. Ich habe jetzt nur die Zahlen nicht gemerkt. Ich weiß nur noch am 20. oder dann weiß ich nicht mehr, wie es darauf folgend war. Das erste Mal benutzt habe ich sie dann 2014. Ich habe sie 2014 das erste Mal benutzt. Ich habe damals Assassin's Creed Unity mir gekauft als Spiel, weil ich das so toll fand, den Gedanken durch das alte Frankreich zu hüpfen und habe die dann das erste Mal benutzt. Und dann im Dezember 2014 habe ich sie dann auch schon wieder aufgehört zu benutzen. Bis zum Jahr 2019. Aber dafür bin ich jetzt fast jeden Tag gerade dran, weil ich eben, wie gesagt, Harvest Moon drauf so immer spiele. Und das macht mir so mega Spaß. Bald schaffe ich es und habe die letzten Erntedinger freigeschalten. Drückt mir die Daumen, dass ich bald die gelben Melonen kriege. Ja. Und ja. Aber darum sollte mein ganzes Video gar nicht gehen. Jetzt habe ich meine Historie mit Konsolen aufgezählt, aber was, darum soll es gar nicht gehen, eigentlich im Ursprung. Ja, aber dann, nachdem ich wortwörtlich 3DS gekauft habe, also ich meine jetzt nicht den 3DS, sondern dreimal einen DS, den ich nicht benutze, weil das so neu und glänzend ist. Und ich dann das erste Mal, dass ich einen benutzen konnte, der war, der benutzt war, habe ich mich entschieden, bei manchen Konsolen mich doch dann zu entscheiden, dass ich ab jetzt nur noch benutzte Dinge nehme, weil die scheinen ja nicht so schwer zu benutzen zu sein. Die Wii zum Beispiel, die habe ich ja dann einfach direkt benutzt. Das war dann so gekauft, am selben Tag gleich probiert und mein Vater und ich, wir sind begeistert. Boah, wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon passiert, aber ey, drückt mir voll fett die Daumen. Ich habe mir bei Deutschlandkarten eine Teriyaki-Platte bestellt, so mit Elektronik drunter. Und ich hoffe, dass die meinem Vater gefällt und mir, und dass sie die auch oft benutzen, damit meine Mutter kein Argument hat nach dem Motto, warum hast du die benommen? Genau.
Drück mir mal voll fett die Daumen, dass es wirklich klappt. So, toi, toi, toi. Ja, dass es nicht endet wie mit der Eismaschine, die ich geschenkt bekommen habe und die ich nur zweimal benutzt habe. Und das Eis war okay. Es war okay. Es war okay. Ja, gut. Ich beende jetzt das Video, weil ich euch eigentlich ja was anderes erzählen wollte als meine verkorkste Elektronik-Historie. Aber wenn ich so mal ganz zurückdenke und wenn ich nochmal überlege, ist es bei mir so, die meisten Geräte, die ich benutzt habe, waren gebraucht oder ich war noch zu jung und habe nicht gecheckt, dass so dieses glänzende, schöne Neue irgendwann weg ist. Ja, das, ja, ich wünschte, das hätte ich wieder. Aber an und für sich habe ich nicht ein einziges Gerät, das ich gekauft habe oder so bereut, weil alle haben irgendwie mir bisher eine Riesenfreude gemacht. Und wenn es nur ist, weil sie schön aussehen und ich mich immer an dem schönen, glänzenden Display erfreuen kann und dann daneben das Zerkratzte von meinem ewig benutzten DS. Boah, ich sag euch, den habe ich gekauft und er sah relativ neu aus. Inzwischen sieht er aus wie Hulle. Also wirklich, aber liegt nur daran, dass ich den halt so oft benutze. Ja. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag noch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt oder ob ihr das auch macht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.read-to-mind-outlook.com. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.